Yo, ich bin Trust Out, ey. Wir checken shit, ihr wisst, was das heißt. Ah, yo. Samples auf dem Kopf, Ampel 3 Player an, um zu checken, welche Samples man als nächstes kacken kann. Stiftung, Blood, Raps im Viervierteltakt. Ich rappe nicht, Alter, um hart zu klingen. Ich rappe, um danach meine Platten zu spinnen. Ich rappe für den Sound, den ich will. Ich rappe für den Sound, zu dem ich chill. Ich sample meine Beats noch aus altem Blues. Ich lese weder Bravo Hip Hop Special noch die Juice. Ich lese gar nicht, außer meine Texte. Ich bin übelst der Burner, weil ich wie Kreissägen flexe. Hörst du meine Scheiße, ja dann checkst du, dass ich dich zerhacke wie Äxte. Sag mir, welcher Rapper kann dann wirklich MC? Alles dreht sich doch nur um Pseudo-Rapper aus Berlin. Aus Berlin, fuck Berlin. Berliner Kinder, ist eklig. Auf jeden Fall. Deutschrap wurde genug vergewaltigt. Ich seh die ganzen Rapper und sie wirken auf mich zwiespaltig. Einerseits sind sie Hardcore-Gangster-mäßig, doch in der Talkshow sind sie auf einmal die Studenten und das geht nicht. Und jetzt erzähl mir nochmal ein von Realness, wobei Hip-Hop für dich nur wie Monopoly ein Spiel ist. Ein Modegag, eine Quelle für schnelles Geld, und dadurch wirst du gleichzeitig auch noch der übelste Teenie-Held. Wenn du das anstrebst, Alter, bist du hier falsch. Dann geh zurück auf deine Straße mit deinem obercoolen Asphalt. Ich bin auch schon mal auf der Straße gewesen, bin dadurch aber kein Killer. Ich hab mich auch schon mal geschlagen, aber bin doch trotzdem mehr der Chiller. Ja, yeah, du hast mich gecrossed, dann kriegst du eins aufs Maul. Aber nicht, weil du mich scheiße anguckst und ne Fresse hast wie ein Gaul. Ja, ich geb ja zu, im Hip-Hop geht das viel um Gewalt. Ich battle dich zwar, aber mach dich trotzdem nicht kalt. What?